Herzlich willkommen zu einem frischen Unboxing-Video aus unserer Reihe des großen Aufrüstings, des Upgradings unseres wunderschönen Home-Computers, unseres Personal-Computers, unseres Heim-PCs. Heute mit dem Intel Core i7-497K, gebaut für den 1150er-Sockel. Ich habe mir diesen Prozessor gegönnt. Ich steige zum ersten Mal von AMD auf i7 bzw. Intel Core um. Hatte vorher einen 1090T verbaut mit 6 Kernen, einen Hexa-Core-Prozessor. Jetzt habe ich nur 4 Kerne, allerdings mit 4 GHz Grundtakt, übertaktbar auf maximal. Also es gibt schon welche, die haben 6 GHz rausgeholt. 5,5 GHz kriegt man mit Luftkühlung hin. Hab mir auch noch den Brocken 2 gegönnt. Wir haben 4 GHz Taktfrequenz, 4 Kerne, 1150er Sockel, das haben wir ja schon gesagt. 8 MB Cache haben wir drin. Wir haben eine eingebaute Grafikkarte, eine Intel HD 4600. Und Hyperthreading wird natürlich unterstützt, ganz klassisch. Das so die technischen Daten. Jetzt haben wir hier den kleinen Karton. Ich habe noch nie einen Prozessor von Intel auspacken dürfen. Wir haben die Frontseite. Da haben wir 3D Animation. What will you make? Yes, maybe. Da haben wir noch McAfee. Gratis wohl dabei. Unlock the power within Intel Core i7. Dann haben wir oben drauf, da sieht man den Prozessor durch. Ist perfekt wohl für mein Z97 Brett gemacht. i7 Prozessor, stunning visuals, amazing performance. So, 4 cores, 8-way multitask processing, Turbo Boost Technology, um einen guten Overclock, also ein Übertaktungsverfahren zu gewährleisten. Wir haben Hyperthreading Technology, Intel Smart Cache, Integrated Memory Controller für 32 GB RAM konzipiert. Maximal, dann haben wir Supports 2-Channel DDR3 Memory. Und 3-Year Limited Warranty. Das heißt, wir haben 3 Jahre Garantie auf dieses Schmuckstück. Allerdings nicht, wenn wir es durch die Gegend werfen oder so. Ne? These books contains, haben wir es auf Deutsch. Diese Packung enthält einen Intel-Prozessor und eine Thermolösung zur Verwendung in einem Desktop-PC. Das heißt, Thermolösung nennt man bei uns auch Kühlpaste. So, der vollständige Text der bestrengten 3-Jahres-Garantie, die Installationsanweisungen und die Systemanforderungen für Intel Hyperthreading-Technologie und Intel Turbo Boost-Technologie sind in der beigelegten Dokumentation enthalten. So, dann haben wir da noch, this processor requires a motherboard with the LDA socket and requires specific chipset features to utilize integrated graphics of the processor unlock features. Consult your motherboard manufacturer to verify compatibility. Okay, was haben wir unten? Chinesisch. Eine Seite haben wir das gelesen. Hier sind Seriennummer, das wollen wir nicht zeigen. Also begeben wir uns mal ans Öffnen. Habe ich hier ein kleines Messer? Ach ja, ich habe ein kleines Messer. Haben wir es durch? Geht's richtig los? Gucken wir mal. Was haben wir denn da drin? Pappe. Nee. Also, wir haben eine Beschreibung. Installation Instructions. Okay, die gucken wir uns dann auch mal an, wenn wir das Ding installieren. Ich habe jetzt nämlich ohne Bundles gekauft, wo der Prozessor vorinstalliert war. Das ist McAfee. Free Trial McAfee Lifesaver. Ich dachte, gratis schön dabei. Gratis, das wäre es jetzt gewesen. Ja, wir haben einen Kühler dabei. Wir haben nämlich die Boxed-Version gekauft und werden diesen Kühler dann wohl auch vorerst installieren. Denn mein Brocken, der ist leider noch nicht da. Der sollte ja beim großen Unboxing mit dabei sein, beim großen Aufrüsting. Das ist der Kühler, der Intel-Kühler. Bin mal gespannt, wie der sich so verhält. Ganz klassischer Kühler, und hier haben wir unseren Prozessor, den lasse ich natürlich
Den packe ich jetzt nicht aus. Ja, wir haben ihn in einer schönen Plastikverpackung drauf, steht 4790K, 4 GHz, Malay. Da ist er. Autofokus will nicht, so will der Autofokus gerne. Das so grundlegend. Natürlich werde ich das Ganze noch eben kombinieren. Ich mache mal kurz Platz wieder. Mit der SSD von SanDisk, die ich mir auch gegönnt habe, die Ultra Plus Solid State Drive, 6 GB per Second, 256 GB Speicher, effizient 240 GB, kriegt man raus. Delivers high performance for great gaming, music and video experiences. Includes a spacer, also ein Platzschaffer. Boah, irgendwas riecht hier total giftig. Ja, da haben wir das gute Stück. Ich werde das Siegel jetzt noch nicht brechen, ist noch frisch verpackt, neu verpackt. Attention, na, SSD, da bin ich gespannt. All das kompatibel mit dem Z97. Da holen wir auf jeden Fall das Beste bei raus. Ich werde einen Vorher-Nachher-Vergleich machen mit meinem PC und mal gucken, was dabei so rauskommt. In diesem Sinne war es das mit dem Unboxing erstmal. Morgen kommt noch ein Unboxing vom Monitor. Mein neuer 27 Zoller, da sind wir gespannt, wie das Ganze dann am Ende aussehen wird. Definitiv ein Luststrolch, ja, Luststrolch, sagen wir es mal. Also ich bin richtig gierig, richtig fischig darauf, das Ganze einzubauen und daraus einen super geilen Gamer-PC zu bauen, wo mein altes System ja leider ein bisschen veraltet mittlerweile schon ist. Trotzdem lief natürlich alles noch in voller Grafik, aber jetzt in richtig fetter Montur holen wir da alles raus und pumpen die GTX 680 zum Limit. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.